Ja, und hallo zu dieser teuflischen Folge in dieser teuflischen Höhle. Alter. Ja, hallo, willkommen zurück zu diesem teuflischen Spiel mit teuflischen Rätseln. Bei Level 5, 6, 7, 8, bei Level 8. Jetzt stellen sich uns eine Horde. Alter, gut gedeutscht. Jetzt stellt sich uns eine Horde Skelettdämonen in den Weg. Doch statt außenrum, Scheiben. Doch statt durchzulaufen, gehen wir einfach außenrum, wie die Deutschen im Zweiten Weltkrieg diese französische Linie umgangen haben. Und so funktioniert das nicht. Huch. Okay. Warum hast du das gemacht? Wow. Oh, animiert sogar. Oh. Okay. Lucifer, the CEO of Hell. Hä? Was? Das ist nicht. Ach, das sind keine Skelette, wie schön. Das sind Steindämonen? Steinbodyguard? Keine Ahnung. Steinbodyguard? Gut, die Musik ist leiser geworden. Okay. Lucifer, der CEO der Hölle. Okay. Am Ende treffen wir uns. Du hast dich würdig erwiesen, all meinen Prüfungen. You've proved yourself worthy by passing all my trials. Ah, du hast dich als würdig erwiesen, du hast dich als würdig erwiesen durch das Lösen meiner Prüfungen. Okay. Plead your soul to me and I'll make you my most treasured slave. Plädiere deine Seele. Bleach, was heißt das? Irgendwie, ich glaube, sie sagt sowas wie, gib mir deine Seele und du wirst mein kostbarster Sklave oder so. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja, meine Königin. Nein, danke, but you can join my harem. Ja, meine Königin. Nein, danke, aber du kannst meinem Harem beitreten. Das hier? Oh. What are you trying to accomplish? You think you can enslave demons to your will? Was versuchst du zu erreichen? Denkst du, du kannst Dämonen nach deinem Willen versklaven? Ich hab die nicht versklavt, ich hab die gefragt, die sind mir freiwillig beigetreten. Oh, was? Oh, oh. Noch ein Dialog. Call me master. And ask for permission before you speak. Oh. I can offer coffee, turn-based strategies and chocolate pancakes. Chocolate pancakes? Was? Schokoladenpfannkuchen. Nenn mich Meister und frage für Erlaubnis, bevor du sprichst. Nein, hallo? Hallo? Nein, die hat Alkohol in der Hand. Nein, um Himmels Willen. Ich kann Kaffee anbieten, rundenbasierte Strategies und Schokoladenpfannkuchen. Wirklich, das ist alles. Du kommst her und versuchst mich mit Pfannkuchen zu kaufen? Ja, mit Schokolade. You're lucky I have a thing for pancake. Was? Ja, Pfannkuchen von The Win. Das sage ich nicht zum ersten Mal tatsächlich. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Queen Taker. Und wer ist der King? Wo ist überhaupt die männliche Belegschaft?
Wir sagen ja, Hef ist Sing von Pancakes. Du hast Glück, dass ich ein Ding für Pfannkuchen habe. Dass ich etwas für Pfannkuchen habe. Nein. Du hast Glück, dass ich Pfannkuchen mag. Okay, Success. Yay! I think you've convinced me that harem of yours may prove to be entertaining after all. Ich glaube, du hast mich überzeugt, dieser Harem, sagt man das so Harem? Dieser Harem von dir. Mein Beruf, du bitte. Ist möglicherweise sogar ganz unterhaltsam im Nachhinein, keine Ahnung, irgendwie sowas. Yay! Yeah. Oh, ist das der Ausgang? Okay, wo war der der Eingang eigentlich dann? Warte mal. Das war's? Oh. Okay. Ich hab jetzt nicht. Okay. Moment. Also. Okay. Bim. 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 H, okay. Ah, ich hab schon vermasselt. Ich hab schon wieder vermasselt, hab ich? Hab ich nicht? Was ist los mit mir? Das gehen? Ja, und jetzt? Ja. Nein. Oh, warte mal. Nein. Falscher Stein. Ich kann das gut machen. Nee, das macht so keinen Sinn. Hä? Was soll ich hier machen? Vielleicht?
Ja, jetzt komme ich nicht weiter. Aber ich glaube, ich war schon auf dem richtigen Weg. Verdammt, bin schon wieder hier. Okay. Was habe ich gleich? Moment. Damage. Ach, na also. Hä? Geht doch! Das habe ich denn vorhin falsch gemacht? Dachtest du wirklich, du könntest einfach weggehen? Warum ist er falsch geschaltet? Gate Taker. Okay. Nach allem, was du angerichtet hast? Nein, nach allem, was du gemacht hast? Was? Bad End? Befällt it by the Court of Chains on your skin, followed by fire, burning the flesh from your bones. Hä? Was? Oh. Oh. It felt as if you've died a thousand deaths, yet as the flame subsided, somehow you were still alive. Es fühlte sich an, als wärst du 1000 Tote gestorben. Aber als die Flammen verschwanden, hast du dich warst du irgendwie noch am Leben. Was heißt denn subsided? Oh. I only just found you, Trespasser, so don't die on me yet. Ich hab dich gerade erst gefunden. Übertreter? Also stirb's nicht an mir. Stirb mir jetzt nicht oder irgendwie sowas, keine Ahnung. We will spend a lot of time together, you and I. Wir werden eine Menge Zeit miteinander verbringen, du und ich. Was? Okay, so viel Animation. Judgment für High Prosecutor. Judgment. Gerechtigkeit, nein. Richtung? Nein. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Haha, Cliffhanger.